Hallo zusammen, hier ist wieder Jella und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und heute ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir von einem Event bekommen können. Und zwar ist das Timewalker Event von Legion. Dieses geht beim ersten Mal 2 Wochen lang und dann ist es immer genau 1 Woche lang und kommt alle 18 Wochen. Heißt, ihr müsst dann immer ein paar Wochen warten, wenn ihr es mal verpasst habt, ist ein bisschen blöd. Deswegen am besten gleich jetzt zuschlagen, solltet ihr genug Marken haben. Wir befinden uns einmal im Legion Dalaran und zwar hier ist es schon schön auf der Karte markiert beim Flugplatz und das ist auf den Koordinaten 68, 49 im Legion Dalaran. Und dort haben wir dann einen Händler und der verkauft uns einiges an neuen Stuff. Unter anderem haben wir hier ein bisschen T-Mog dabei, beziehungsweise halt auch Gear 164er Item Level. Dann haben wir ein paar Behälter mit verschiedenen Waren aus Legion, seien es Fleisch oder Erze und vieles anderes, was es da gibt. Dann gibt es natürlich die Rufmarken, die recht nice sind für die Leute, die jetzt dann noch am Paragon Chest farmen sind. Ein paar Heirloom-Items gibt es hier auch noch zum Upgraden und dann haben wir natürlich auch die schicken Collectibles, ein Toy gibt es einmal und das, was wir uns jetzt angucken wollen, und zwar einmal den Hypogreifen. Der schimpft sich Gunst des Hypogreifen von Valshara und den werden wir uns jetzt mal kaufen. Kostenpunkt 5000 Timewalker-Marken, ist ein bisschen mehr, ihr seht, ich habe 15.500, kann mir den easy kaufen. Kleiner Tipp am Rande, falls ihr Timewalker-Marken jetzt farmen wollt, weil ihr die noch nicht habt, macht es so wie ich. Ich laufe jedes Timewalker-Event und da gibt es ja mittlerweile einige. Burning Crusade, Red of the Lich King, Cataclysm, Mist of Pandaria, Warlords of Draenor und jetzt auch Legion. Bei jedem Timewalker-Event genau eine Timewalker-Instanz mit eurem Main-Charakter, also so mache ich zumindest laufen. Dann kriegt ihr die Quest am Ende mit 500 Timewalker-Marken und das war's. Da kriege ich jedes Event 500 plus halt, was man für die Dungeon kriegt, 550 und das war's. Und wenn ihr das über die Zeit jedes Mal macht, also alle paar Wochen einen Dungeon laufen, dann kriegt ihr eigentlich easy genug zusammen, dass ihr euch immer die kompletten Sachen kaufen könnt, die beim jeweiligen neuen Händler reinkommen. Das habe ich jetzt seit einiger Zeit gemacht, dementsprechend einige Marken zusammen und ja, kann mir easy hier das Mount kaufen. Ich würde sagen, wir gucken uns das einmal an, das lernen wir und dann müssten wir den Hypogreifen, geben wir mal Val ein für Valshara, der müsste jetzt hier irgendwo drin sein, da haben wir ihn. Und ihr seht schon hier, bei dem Typen kann man nicht aufmounten, da hat Blizzard so einen Mount-Block reingemacht, dass man bei dem Händler auch vernünftig was kaufen kann. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Viech mal an. Ja, hat eine ganz schicke Farbgebung. Es gibt ja einige Hypogreifen schon, die in dieselbe Richtung gehen, vom selben Model. Also jetzt, specialig ist es nichts, aber es hat ein bisschen eine neue Farbgebung und sieht doch auf jeden Fall ganz nett aus, der Hypogreif. Wie gesagt, 5000 Marken kostet das. Ihr könnt natürlich auch die Marken sofort farmen, dann müsst ihr aber halt Timewalker Dungeon spammen und ich sag mal so, das ist ein bisschen aufwendiger, deswegen würde ich wirklich die Methode empfehlen, die ich mache, dann immer einen Dungeon zu laufen und diese Quest am Ende der Instanz mitzunehmen. Das war es eigentlich schon mit diesem kleinen Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen und ihr konntet euch auch quasi euer schickes Mount holen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.